Folge Let's Play Titanfall 2 und ja, wir gucken mal, was uns auf diesem Planeten, den wir stürmen sollen, erwartet und was in der Kampagne sonst noch so auf uns wartet, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Operation Broadsword, 9. Milizflotte Ziel, Planet Typhoon, Mission Infanterieunterstützung für geheime SRS-Operationen von IMC besetztes Grenzlandgebiet. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich konnte ja meinen Titan jetzt leider noch nicht kennenlernen. Da kam ja dieser Einsatzbefehl dazwischen, ne? Dumm gelaufen, aber es kommt vor, ne? Also das ist halt jetzt so gelaufen. Und wir schauen jetzt einfach mal, was uns jetzt erwartet. Ich fürchte ja, es wird Bambule geben. Aber wir werden es sehen, wenn dieses Spiel es mal geschafft hat zu laden. Ah, guck hier, man muss nur ein bisschen fluchen und schon läuft das. Also was ein bisschen nervt, ist, dass das Spiel noch nachlädt. Also es lädt nicht komplett in eine Mission rein, sondern es lädt noch während quasi die Mission schon läuft. Dadurch kommt es dann immer wieder zu ein paar mehr Lags, gerade am Anfang des Spiels. Gucken mal, wie sich das noch entwickelt. Ja, also irgendwas stimmt da nicht. Das kann er doch nicht angehen. So. Jetzt läuft es doch schon besser. Jetzt mal gucken. Ah, ich dachte, es läuft besser. Eigentlich sehen die Frames gut aus, also es dürfte eigentlich nicht mehr laufen. Naja, wir probieren es mal weiter und gucken einfach mal, wie es sich entwickelt. Weil die Frames sind über 50 und die Frames sind über 50. Was heißt denn jetzt zurück? Ich will doch nicht hier, um zurückzugehen. Yeah.
Ja, wir rücken einfach mal vor, ne? Jetzt sind die Lecks auch eigentlich verschwunden, ne? Also es war wirklich scheinbar nur das Nachladen am Anfang. What the heck? Ich würde sagen, das ist ein Titan. Aber wir haben auch einen Titan. Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Beth, im Hochsaal. Feind-Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Seltener. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Jetzt bin ich jetzt im Zug wehen, verdammt. Also bisher lässt die Performance von dem Spiel zu wünschen übrig. Also manchmal hast du kurzzeitig Frame-Einbrüche, die sind jedenfalls von gut und böse. Auch wenn das Spiel meistens so um die 50, 60, 70 Frames läuft bei mir in 4K. Aber manchmal droppt es dann runter auf 20 und das ist halt scheiße. Immer nur für so ein paar Mikrosekunden. Wir haben 18 Stunden! 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! Aha. Interessant. Dinos gibt's ja auch, oder was? Oh, shit. Sieht auf jeden Fall geil aus, muss man mal so sagen, ne? Laufen nicht Platz, Kollege. Oh. Dann helf mir mal. BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Oh, Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Oh je. Direkt erstmal die ersten Verluste zu beklagen. Ich war doch gerade noch direkt an dem Titan dran und jetzt bin ich 10, 20, 50 Meter weg davon und setze den Helm auf. Das ist komisch. Naja, gehen wir mal hin zu dem Titan. Aha, und wie kann ich da jetzt nahe? Oh! Okay, ich brauche erstmal Energie scheinbar. Da hinten ist einer. Tab.
Beschaffe eine aufgeladene Titan-Batterie. Wie, es gibt Geistläufer, die dir alles vormachen, das ist ja bekloppt. Also ganz ehrlich, brauchst du doch nicht hier. Tschack und... Die Lade wird transferiert. Sie gibt eine neue Ich glaube, da vorne ist die Batterie. Was kann der Idiot denn hier rüberspringen? Ein Pilotenhelm erhalten. Wir sind also hier versteckt. Bestimmt für irgendwelche Achievements oder so. Guck mal da drüben, so eine Art Drache. Eindringlinge der Miliz, hier spricht General Mutter von der Interstellar Manufacturing Corporation. Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Ein Scheiß verstoße ich, Mann. So wollen wir den mal triggern da drüben, mal kommen wir mal. Boah, schon tot. Schade eigentlich. Oh, das könnte interessant werden darüber. Mal gucken. Hui! Toll, Doppelsprung offline. Oh, das wird auch interessant. Oh, shit. Kein guter Sprung gewesen. Nochmal. Also ich muss... Also das wird doch wohl gehen. Warum kann ich denn nicht darüber springen? Oh, ich will ohne Geistläufer laufen, Mann. Na komm, dann lauf los, Geistläufer. Zack, darüber. An der Wand entlang. Ja, aber so hatte ich das doch vor. Warum ging das denn bei mir nicht? Ja, jetzt geht's. Das ist der Typ. Ist ja komisch, ey. Aber merkt ihr was? Die Lecks sind weg. Endlich. War wohl wirklich nur ein Ladefaktor. Ja, das ist ja klar. Sieht auf jeden Fall mega nice hier aus. Hab böse Buben. Egal, wer die befehlt. Bist von seinem Söldner. Mein Mager. Wir einfachen Soldaten kriegen immer denselben Sold. Außer dieses Ding in den Berg kriegt, haben wir jetzt online. Vielleicht wird es stimmen. Was über den Mager? Euer Recht. Machen wir nochmal Nahkampf an, was soll ich machen? In diesem Sektor ist immer noch ein Pilot! Streitkräfte in diesem Bereich. Wir werden sie finden. Legen Sie sofort die Waffen nieder und ergeben Sie. Jetzt ist auch der Doppelsprung aktiv. Wo geht's denn hier lang? Nee, da komme ich doch her, oder? Also halb.
Kann aber eigentlich auch nicht sein, weil es gibt keinen anderen Weg. Ah, cool, ich kann mich tarnen. Hier gibt es nämlich ziemlich viele Böse. Aufpassen, hier ist irgendwo ein Milizpilot! Das ist noch einer von den Schwellen! Ich würde sagen, das waren sie, oder? Nee. Da ist noch irgendwo so ein Fatzke da hinten. Ich glaube, den Weg finde ich auch alleine. Ja super, jetzt bin ich wieder rüber. Ach, dachte, ich muss da hin. Waffenkisten, aber ich bin mit meiner Waffe eigentlich ganz zufrieden. Da, ein Pilot! Aber sie hat Kontakt verloren! Ah, noch so ein Kackding. Hä? Alter, ich habe keine Munition mehr. Ah, da vorne ist eine Waffenkiste. Da muss ich jetzt doch die Waffe wechseln. Schade eigentlich.
Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Ein scharfes Jäger scheinbar. Sehr stark ist das Ding nicht. Was denn, schießen die Scheiße? Mit Zoom trifft man auch besser. Hier dein Gewehr hätte ich gern. Ach, die habe ich ausgerüstet. Warum hast du keine Munition dafür, Mann? Nächste Waffenkiste suchen. Bleibt mir da noch übrig. An alle Milizangehörigen, ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Dieser Planet wird von der IMC kontrolliert, aber es gibt außerhalb unserer Anlagen viele wilde Kreaturen und die Wildnis können wir nicht kontrollieren. Ergeben Sie sich, dann garantieren wir Ihre Sicherheit als Kriegsgefangene. Nein! Oh, nochmal. Geht doch. Oh, was ist das? Nur mal die Hemlock, glaube ich, ein bisschen mehr Munition. So, wo sind wir denn jetzt hier? In so einem Raumschiff, ne? Ihr seid alle hier und ihr teilt von etwas Besonderes. Wir wollen etwas bewegen. Und jetzt, wo geht's weiter? Ah, hier. Na komm. Ne, da geht's nicht weiter. Wir waren mutig genug, euch Leuten anzuschließen, die für die Freiheit des Kriegslandes kämpfen. Ach, hier. Diese Kackdinger dazwischen drin. Achtung, die Denkmagerin wurde entlang um eine IMC-Forschungsanrichtung auf Python zu zerstören. Ja, aber. Ihr seid alle hier und ihr teilt von etwas Besonderes.
Batterie. Schade. Ah, hier ist eine Batterie. Und ich denke, das ist ein ganz guter... Obwohl, wir laufen noch bis zu den Titan zurück. Ich wollte schon sagen, es ist der Schlusspunkt, aber... Den Titan die Batterie zu bringen, ist sicherlich der beste Schlusspunkt. Die Delta Garrett wurde entlang um eine ISC-Forschungsansichtung auf Titan zu zerstören. Hat schon so ein bisschen was von Avatar. Shit! Nicht weit genug gelaufen. Also diese Springeinlage, die sind ganz schön mies teilweise. Ey, das kann es doch nicht sein. Ich muss da ran. Schauen wir mal an, ob er da auch überläuft. Wir können ja mal gucken. Ja, nicht, dass ich das auch gemacht hätte. Mann, ey. Höchstens vielleicht ein bisschen höher, das stimmt natürlich. Alter, das kann nicht sein. Geht doch. Die Dinger sind selten, wir sollten es verkaufen. Das ist meiner Mann. Energieniveau niedrig, Energie unzureichend. Energie bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Ich denke schon. Halt. Hast du mich gerade Pilot genannt? Ja. Der verstorbene Captain Lasse Moser hat Sie in den Rang eines Interimspiloten berufen. Glückwunsch zur Beförderung. Ja, danke. Nennen Sie mich BT. BT? Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Aha, also soll ich noch eine Batterie holen? Das machen wir bei der nächsten Folge. Derzeit unterstütze ich Sie über Ihr Handfunkgerät. Danke. Soweit möglich. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Der dürft auch sehr, sehr gerne kommentieren. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr. Wenn ihr im Abspann jetzt auf die linke Seite des Bildschirms klickt, dann bekommt ihr Tipps aus dem Kanal. Auf der rechten Seite des Bildschirms bekommt ihr nochmal alle Folgen von Let's Play Titanfall 2 verlinkt. Und in der Mitte könnt ihr uns abonnieren und damit sage ich Tschüss und macht's gut.